Ja, so ein bisschen am Planen in meinem Kopf. Weil wir haben natürlich, das ist natürlich jetzt wieder alles mega spontan hier mit dem Asteroiden. Wir wussten natürlich gar nicht, ob wir einen finden. Wir hatten nur Ja, diese alles Idee, neu. dass wir auf jeden Fall in den Asteroiden reinbauen wollen, aber wir haben halt nicht drüber nachgedacht, ob wir das jetzt komplett hinbekommen. So. Silber brauchen wir. Kannst du Silber irgendwie besorgen? Oh, ich bin voll, warte mal. Silber, ja, alles klar. Wenn ich weiß, dass wir das brauchen, dann gibt's das natürlich. Wenn ich's finde. Ja. Wir könnten auch mal versuchen. Hier im Boje kann man, glaube ich, an unser Startschiff nicht ranhauen, ne? Ich habe so ein bisschen Eisen besorgt. Wäre ein bisschen teuer. Ja, schon ein bisschen. Warte mal, Eisen schiebe ich mal als erstes. Und dann gehe Habe ich ich, mal. glaube ich, schon geschoben. Ja, ich habe neue nachgeholt, weil das ist schon wieder alles verbraucht gewesen. So, okay. Was bist du hier? Schaut irgendwie Ich habe aus wie jetzt hier die. Platin. Siehst du mich gerade? Nee, ich bin gerade selber irgendwie in einem Achso, ich Urlaub. habe jetzt schon so die ersten Blöcke Stein. gesetzt. Ja. Sehe ich leider aktuell noch nicht, aber ich guck gleich, wenn ich nach der Silberjagd wieder Wir zurück werden bin. halt hier drin viel Beleuchtung brauchen, ne? Ja, gut, Also das wir können ist. hier vielleicht auch wieder Ja. mit farbigen Lampen arbeiten, wie Oh. damals bei uns im Hangar. Oh. Gönner, ich habe Eis gefunden. Ja, brauchen wir unbedingt. Brauchen wir unbedingt? Ja, denn Eis braucht man, um, Sauerstoff? warte mal, Sauerstoff. Eis wird Sauerstoff. Geil. Dann bringe ich da gleich mal eine Schippe voll mit. So. Ich habe zwar wahnsinnig viel Verlust, wenn ich so abbaue, aber dafür geht es wenigstens schnell. Hat ja gar kein Volumen, das Zeug. Ich glaube, da braucht man aber auch relativ viel von, also. Okay. Ja, das müssen wir halt dann mit Masse abbauen, wenn es dann halt, wenn wir dann endlich was Anständiges haben. Silikon könnte ich noch mitbringen. So, ich Braucht mache man die immer mal ein Plattform schon mal ein Schlückchen. bisschen größer da unten. Oh, ich sehe gerade, meine Energie macht sich gerade selbstständig. Ich habe noch 18%, dann bin ich endgültig am Ende. Bei 15 drehe ich um. Ja, ich habe noch ein bisschen mehr, aber ich brauche ja auch nicht die ganze Zeit. Ach, wir haben ja noch keine Schwerkraft, das ist das ätzend. So ungewohnt, komplett von vorne anzufangen. Ja, ist ganz. Aber auf der anderen Seite finde ich das auch wieder total geil. Also ich bin da gerade echt Fan von. Oh yeah. Aber man ist gerade das Speichern, also das vorhin scheint kein Speichern gewesen zu sein. Das war ein echter Hardcore-Ruckler. Und ihr seht auch, wir haben auch die Neutralen oder die Feinde quasi angestellt. Das heißt, hier überall fliegen jetzt bemannte Schiffe rum oder unbemannte Bunte Schiffe rum, bemannt. aber ak mit aktiven Verteidigungsanlagen. Oh ja, das wird Und da werden wir episch. auf jeden Fall auch mal auf die Jagd gehen im Laufe dieser Season. Ach Denn immerhin ja. ist es ja die Staffel der sterbenden Gönnerzwerge. Oh Da yeah. müssen wir ja ein bisschen rumsterben dann. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir machen das alles für euch, ja. Wir sterben mit Liebe. Meistens zumindest. So, warte mal, was haben wir hier? Eisen? Ja, also irgendwie mit Silber schaut es ein bisschen mau aus, ne? Ja, Silber brauchen wir leider für die Reaktorkomponenten. Ja, ich bin auf der Suche gerade. Ich fliege hier die ganze Zeit. Ah, Silber! 27 Meter. Wunderbar. Ah, ein bisschen was ist da. Nicht viel, aber ein bisschen. Oh, ja, ich hätte Haben wir vielleicht denn mich Eis? Ach aufladen so. sollen. Hast du nicht gemacht? Nein, ich bin bei 8%. Ich nehme jetzt noch so viel Silber hier mit, wie ich irgendwie in meine bald kalten und toten Griffel nehmen kann. Ah, Silber hat ziemlich viel Volumen. Wird sowieso nicht mehr lang gehen. Oh, 4%. Ja, okay. Ich höre ja Jetzt schon auf. solltest du echt langsam. Warte mal, Ah, da! Wäre geil, wenn ich jetzt einfach mit dem Schiff abgehauen wäre. Verdammt, warum fällt mir das erst jetzt 3,9! ein? 3,9! 3,5! Ich hab da Silber da! Wo ist denn unser Schiff? Ach, da. Nein, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ich habe alle Was denn? Tasten falsch gedrückt. Ich wollte einsteigen und wegfliegen. Doch Hast du habe ich die vergessen? Chance. Nein! Nope! Ich wollte die ganze Zeit X drücken. Tür zu! Ah, Kacke. Aber ich habe die Taste nicht so schnell gefunden. Ich habe V gedrückt, dann habe ich C gedrückt, dann habe ich wieder V gedrückt. Ach! Immer bin ich Es ist aber abgefallen. auch, es ist aber auch Oh. echt schon ein bisschen schwierig, ne? Ätzender Fail, ätzender Fail. Hättest aber kein Silber gehabt, weil dann wäre ich tot im All getrieben. Ja, ich glaube, das wäre es mir wert gewesen. Ach so.
So. Voll geladen und Silber hast, brauchen wir auch gleich. So, was wir übrigens auch noch machen werden, es gibt jetzt diese Sortierer. Das heißt, wir werden unsere normale Fertigung, die sonst ja immer nur aus Verbindern bestand, auch mal wirklich zu einer Fertigung umbauen. Das heißt, wirklich mit Regeln, wie was nur fließen darf, dass Erze in die Raffinerie automatisch kommen, dass die Sachen automatisch ausgelagert werden, alles mögliche, das ist jetzt möglich. Das werden wir auf jeden Fall auch umsetzen. Und was wir auch machen werden, ist... Hä? So strange? Ja, ist so strange. Was wir auch machen werden, ist... Ich hab's vergessen. Basis bauen? Station bauen? Irgendwas auf der Station. Irgendwas wollte ich noch erzählen, was? Vielleicht? Ja, Sauerstoff werden wir auf jeden Fall auch machen, genau. Bewegliche Hangartore kommen rein. Und sowas, ne? Oh ja, mit den Hangartoren, das ist ja richtig nice. Also, hätten wir die damals zu unserer Station gehabt oder später auch dann zu unserem, zu unserem Mutterschiff, da hätten wir schon deutlich mehr rausholen können aus der Nummer. Weil die Hangartore sind ja schon richtig geil. Ja, vor allem finde ich das mit dem Sauerstoff halt echt mega. Oh ja, der Sauerstoff. Ich hoffe, dass da in den nächsten Updates noch Sachen kommen, die dann, wo du dann Vorteile hast, wenn du quasi Sauerstoff hast. Ja, ich vielleicht so Pflanzen, halt, vielleicht Pflanzen, die nur in Sauerstoff leben können oder so, das ja, wäre geil. Das wäre natürlich eine Sache, die wäre interessant, wenn sie ein Essenssystem einbauen, dass du dir Pflanzen anbauen musst, dass du wirklich bauen, also wirklich anbauen musst und die brauchen Sauerstoff, also eine Sauerstoffumgebung. Dass du halt nicht nur diese Raumanzugenergie hast, sondern dass du halt auch ab und zu was essen musst. Und das musst du halt auch erstmal irgendwie zusammen machen. Ja. Wäre eine Idee. Das wäre so die einzige Umsetzung mit Sauerstoff, die mir jetzt einfallen würde, ad hoc. Ja, sicher. Videostorm inbound. Jo. Ja, aber das mit Essen fände ich richtig nice. Wenn du dann sagst, okay, wir müssen Essen besorgen. Ja, das fehlt irgendwie komplett noch, ne? Ja, ja. Also die Anzugsenergie, die simuliert dann halt schon ein bisschen, aber ist halt auch eher so, ja. Aber mit, ja, so mit Sauerstoff und, dann, ja, und Essen und beziehungsweise Eis zum Trinken vielleicht noch, ja. Da ist halt wirklich so ein, dieses, wir müssen uns auch versorgen Dingens, ja. Dass das halt noch ein bisschen, weil so ist die einzige Versorgung, du baust Uran ab, ne? Mit dem, ja, Uran, ja, ist eigentlich Energie und mit Energie überlebst du. Überleg gerade, ob ich die Plattform noch ein bisschen weiter. Ja, komm, warum nicht? Was soll's? Jetzt, warte mal, jetzt wollte ich eigentlich gar nicht so weit hier meine Furche ziehen. Ich wollte eigentlich viel mehr hier drüben machen. Ich wollte nämlich viel mehr auf Eisen und so Zeug auch noch gehen. Fliegt schon wieder die ganze Suppe hier durch die Gegend. Guck mal zu dir. Boah, ich echt mega viel. Ich baue ein Bohrschiff. Genau, mach Plattform. Plattform steht schon. Yay, Schiff bauen. Ja, warte mal, dann bauen wir einen Verbinder da an, damit wir unser Schiff da auch parken können. Dann haben wir gleich auf der Plattform die ganzen Vorteile von dem Schiff drauf. Ah, ja. Also Raffinerie und sowas. Der Verbinder ist unten, ne? Unten ist der Verbinder drauf. Wollen wir nicht einfach das Schiff wieder abbauen, wie letztes Mal? Könnten wir auch machen, aber beziehungsweise zur Erstversorgung würde ich es einfach da reinparken, das Ding. Und einfach, ja, hier auf diese Plattform quasi hier am Rand einen Verbinder ranmachen, weißt du? Verbinder. Was braucht der denn? Computermotor, Stahl, kleine Herstellungskomponente, Stahlplatte. Alles. Ja gut, aber der Verbinder ist dann ja nur für den Strom da, ne? Ja, erstmal für den Strom, ja, beziehungsweise wir könnten ja dann unter der Plattform irgendwie noch eine Verbindungsgeschichte machen. Arc Fuel, was braucht man für Arc Fuel? Oh, nein, nicht bauen. Arc Reactor, ja, Component, ach du Schande. Dense Steel Plate. Was ist ein Dense Steel Plate? Es tanzt dann. I'm gonna dance with somebody, dance with somebody, dance, dance, dance. Ah, pass auf, sonst werden wir wieder GEMA-mäßig gesperrt. weil ich so original nachsehen kann, ja, ist aber nicht von dir. Ja, ja, Motor, ich respektiere das. Was brauchst du denn da Schönes? Ein Verbinder. Computer, 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 wo bist du? Da.
Wir brauchen Nickel, Gold und Silizium. Da. Haben wir alles nicht, nein. Herstellung Was hast du? Stahlrohr klein und groß. Stahlrohr klein habe ich, das tue ich immer rein. Groß auch? Ne, groß habe ich nicht. Haben wir auch, glaube ich, noch nicht hergestellt, ne? Ne. Computer- und Kommunikationskomponente, okay. Komponenten haben wir hier. Stahlplatten brauchen wir auch noch mehr. Okay, ich baue noch mal ein paar Stahlplatten. Müsst ihr aber auch sagen, dass wir am Ende der ersten Folge sind. Yay! Warum nur? Schon wieder? Schon wieder? Ja, liebe Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten. Bis dahin. Jo, mach's Tschüssi! gut. Ciao.